Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr in Zukunft auch keine Videos verpassen wollt, lasst doch gerne mal ein Abo da. Und wenn ihr auch auf Twitch vielleicht keinen Livestream verpassen wollt, lasst dort auch gerne mal ein Follow da. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Ich versuche jetzt wieder häufiger zu streamen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal den Item-Shop an. Und heute haben wir die Rote Ritterin wieder im Shop drin. War schon, glaube ich, eine relativ lange Zeit nicht mehr im Shop. Ist halt nicht ganz ein nicer Skin, kann man sich kaufen. Hätte auch ein epischer Skin sein können, weil er jetzt nichts allzu Besonderes dran hat. Aber dass ein älterer Skin ist, früher hat man im Prinzip immer für denselben Preis, den man heute bezahlt, einen deutlich schlechteren Skin bekommen. Deshalb gibt es da zurzeit auch deutlich mehr 500 V-Bucks Emotes und auch grüne und blaue Skins, die viel so an Aussehen haben. Ja, auf jeden Fall, der Skin ist trotzdem ganz in Ordnung. Dann gibt es die Karmesin-Hacke dazu. Ist nichts als Spezielles, gibt es ja auch, glaube ich, in der Schneevariante genauso wie den Skin an sich. Allerdings, Spitzhacke konnte man sich kostenlos erspielen. Genau hier. Das ist im Prinzip die gleiche Hacke, nur in Schnee. Und hier eben halt mit Rot. So ein bisschen. Dann haben wir Schädelina mit dazugehörigen Challenges, womit man dann hier den zweiten Stil freischalten kann, und zwar den Herzstil. Das Skin ist eigentlich ganz nice, kann man sich kaufen. Für einen blauen Skin auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Dann Schädelines Spalter Spitzhacke, ist eigentlich eine relativ coole Spitzhacke vom Aussehen her und auch vom Spitzhacken-Sound. Dann haben wir die Einsatzleiterin. Hat auch mehrere Stile, und zwar einmal hier ohne Kopfbedeckung und Maske und dann noch einmal mit einem grünen Oberhemd. Sieht ganz cool aus, das Skin. Kann man sich definitiv kaufen. Hinten das Backpack ist auch noch reaktiv, und zwar ändert es die Farbe abhängig vom Schaden, den du an Gegnern verursachst. Also wahrscheinlich dreht sich dann hier so ein, im Prinzip so ein Schadensbalken einmal rum. Aber weiß ich nicht ganz genau, wie es in Game aussieht. Dann die männliche Variante, der Bravo-Team-Anführer, auch mit selbigen Stilen, ohne Kopfbedeckung und Maske, und dann nochmal in grün. Ist auch ganz nice. Und dann hier die Dreieckstechnik, das Dreieckstechnik-Backpack. Hier steht zwar nicht genau, was reaktiv ist, aber ich denke mal, es sollte ziemlich das gleiche sein. Dann die Taktikschläger als Spitzhacke. Sehen ziemlich cool aus, haben auch einen ganz nicen Sound. Die Einsatzmusterlackierung finde ich auch relativ cool. Die Farben heben sich schön ab. Hier der Camouflage-Look sieht auch wirklich cool aus. Dann der Knight Rider, die männliche Version von einem Battle Pass-Skin aus Season 5. Der Skin sieht ziemlich nice aus. Ich glaube, der Reifen ist auch etwas neuer. Aber ich finde den Skin schon bisschen cooler als die weibliche Variante, aber ich weiß nicht, wenn man eben halt die weibliche Variante schon hat, ob es dann hier den Aufpreis wert ist, weil so viel für ein 1500 V-Bucks Skin hat er nun auch nicht. Dann haben wir die Spektralhacke. Ist eigentlich eine ganz nice Spitzhacke, hätte aber auch eine grüne Spitzhacke sein können, ist aber auch schon alt und ist so einer der häufigsten Spitzhacken, glaube ich, die im Shop drin sind. Dann die Sonnenspross, das Sonnenspross Backpack. Ist ganz in Ordnung, passt zu manchen Skins, ja, aber nicht zu allen. Und so ein universales Backpack wäre dann irgendwie schon schöner. Das passt eben halt irgendwie nur so zu Wald, zu Feld-Backpacks, zu Feld-Skins. Deshalb passt nicht zu allen, zu vielen Skins. Dann der Fennec-Skin ist eigentlich auch ganz in Ordnung, sieht ganz cool aus. Wackeln haben wir auch noch heute. Ja, ist ganz in Ordnung, der Emote. Und als letztes noch geschmeidige Moves. Ist ein ganz cooler Emote. Zumindest die Musik ist relativ nice dahinter. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Video. Ciao.